Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, recht herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel SG Ratingen gegen SG Schalksmühle Halver. Ja, ich darf Ihnen recht herzlich vorstellen, die beiden Trainer bei der Mannschaften. Zu meiner Rechten Matthias Grasedick von Schalksmühle und natürlich zu meiner Linken Richard Radka, unser Heimtrainer. Ich möchte erstmal das Mikrofon weitergeben an Matthias mit der Bitte um einen Kommentar zum Spiel. Ja, ich gratuliere meiner Mannschaft für die kämpferische Einstellung. Ich glaube, heute hat man die große Verunsicherung gesehen in vielen Situationen. War sicherlich kein gutes Spiel. Von beiden Mannschaften wahrscheinlich auf Qualität, wo sie sich sonst nicht bewegen. Wir haben das ganze Spiel eigentlich zurückgelegen und erst in der Schlussphase das Spiel für uns drehen können. Ich bin einfach nur super glücklich, dass wir es hingekriegt haben. Irgendwie, das sind dann die Siege, die man einfach braucht, wenn man unten steht und relativ viel gegen uns gelaufen ist bisher. Ja, wie es zustande gekommen ist, kann ich noch nicht mal beschreiben. Einfach mehr als glücklich der Sieg heute für uns. Aber wir nehmen den einfach mal mit. Wir haben bisher auch ziemlich viel Pech gehabt. Von daher gut, dass wir in der Schlussphase noch einen Abpraller ins Tor schlagen. Und dann, ich glaube, das war fast der entscheidende Ball, dass wir den reinbringen. Sonst wird der Druck unglaublich hoch. Von daher Glückwunsch an meine Mannschaft. Und ja, wir sind erstmal froh, dass wir 2 Punkte mitgenommen haben. Danke. Wo sehen Sie den Schlüssel im Spiel? Sie haben ja ab einer bestimmten Zeit dann den Simon Breuer in Manndeckung genommen. Ist das für Sie jetzt der Knackpunkt gewesen oder eigentlich nur so ein Detail? Nein, wir haben ja, der Knackpunkt war, glaube ich, dass wir über das ganze Spiel eine recht gute Abwehr hingestellt haben. Ich sage mal, in der ersten Halbzeit verschießen wir 3 oder 4 Freie vom Kreis. Wir vertändeln 2, 3 Gegenstöße. Da hat Malte Jäger natürlich auch sehr stark gehalten in der Situation. Und dann kommt Simon halt und macht 2 ganz leichte Tore. Und die dürfen wir dann eben nicht bekommen. Deswegen habe ich mich dann für die Manndeckung entschieden. Ich glaube nicht, dass das der Schlüssel war. Wir haben recht mutig gewechselt, die jungen Leute heute mal spielen lassen. Und ja, die haben ihre Sache sehr, sehr gut gemacht. Von daher war das vielleicht der Schlüssel. Ja, danke schön, Matthias Grasedick. Dann kommen wir zu Richard. Richard, von dir auch, auch wenn es vielleicht gerade schwerfällt, ein Statement zum Spiel. Ja, guten Abend, gratuliere erstmal Schalksmühle zu dem Sieg. Gut, letztendlich glaube ich einfach, dass Schalksmühle bessere Möglichkeiten hat, auszuwechseln. Haben sie zum Schluss ein bisschen mehr Kraft gehabt und haben dann noch 1, 2 Tore, einfach weil sie frischer waren, weil sie dann einfach im wichtigen Augenblick präsenter waren, auch in der Deckung. Und das konnten wir nicht halten über 60 Minuten. Wir sind sicherlich im Moment ein bisschen kurzfristig durch den Ausfall von Damian und Arthur, der dann auch nicht mehr spielen konnte, doch schon arg dünn besetzt. Aber nichtsdestotrotz haben wir 55 Minuten alles richtig gemacht. Wir haben trotz unserer Situation eine gute Deckung hingestellt. Wir haben vorne unsere Tore, teilweise ein bisschen umständlich, teilweise mit Gewürg, aber wir haben sie gemacht, haben das Spiel einfach sich im Griff gehabt. Und was mich sehr ärgert ist, dass wir in den letzten 5 Minuten diese ganzen Dinge, die wir 55 Minuten lang richtig gemacht haben, nicht mehr machen konnten. Und ich bin mittlerweile auch so weit, dass ich mich selber frage, ob ich die Jungs dann in der Form noch erreiche. Und überlege dann jetzt in den nächsten Tagen auch zu meiner Person, wie ich das weiter handhaben werde. Das muss ich einfach mal überdenken, weil ich glaube einfach, dass wir langsam aber sicher in eine Situation reinlaufen, wo ich nicht in der Räderform an die Jungs rankomme, wo ich mit ihnen diskutieren muss. Und wenn das anfängt, muss ich mir einfach die Frage stellen, kann das weitergehen so? Das werde ich in Ruhe tun, nicht heute Abend. Und da muss man einfach sehen, ob es dann vielleicht nicht der bessere Weg ist, irgendwas auszutauschen und irgendwie nochmal drüber nachzudenken. Ansonsten ist das verdienter Sieg für Schalksmühle, der über 60 Minuten dann in Ordnung geht. Dankeschön. Ja, danke schön, Richard. Ich weiß, du machst das ja nicht gerne, einzelne Spieler zu erwähnen, aber die Nachfrage, was sagst du zu der Leitung von Malte Jäger heute, war doch sensationell. Und zum anderen, was war mit Arthur Gila? Den haben wir dann irgendwann nicht mehr gesehen. Der Malte hat wie immer gut gehalten, hat aber auch eine gute Deckung davor. Das ist immer, sehe ich immer als Kombination an, ein Torhüter alleine.
kann ohne Deckung nicht gut arbeiten. Das ist wohl wahr, dass er auch gut hält, aber er hat auch eine gute Abwehr davor. Zu Arthur, er ist angeschlagen gewesen, hat eine Adduktorenzerrung, er hat es versucht, das ging aber nicht. Er ist auch nicht gut ins Spiel reingekommen, was sicherlich dazu auch noch beiträgt, dass es dann noch ein bisschen mehr wehtut, ist normal. Ja, und dann fehlt uns natürlich dann einfach auch ein bisschen der Druck aus dem Rückraum. Aber desto mehr erwarte ich in diesem Augenblick, weil wir einfach geschwächt sind, weil wir einfach nicht die Leute haben, die Disziplin und die taktische Konsequenz 60 Minuten. Und anders können wir sonst unsere Spiele nicht gewinnen. Und das ist einfach die Frage, die man sich dann stellen muss. Ja, vielen Dank, Richard. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern, dass sie so zügig zur Pressekonferenz gekommen sind. Ich wünsche unseren Gästen aus Schalksmühle eine gute Heimfahrt und weiterhin viel Glück. Bei uns geht es schon nächste Woche weiter mit dem Heimspiel. Hier am 3. Oktober treffen wir uns jetzt und zum Spiel gegen TuS Volmetal und schauen wir mal, wie es dann laufen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Kommen Sie gut nach Hause und tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.